Wieso es wichtig ist, seine sexuelle Energie zu bewahren und sie nicht zu verschwenden. Was ich sehe, ist immer mehr Männer unter uns, die keine wirklichen Männer sind, die wirklich immer mehr feminin werden und immer antriebsloser werden. Und immer mehr Frauen, die zu Männern werden, das sowieso. Wir sind in umgedrehten Zeiten. Aber ein Grund dessen ist Pornos. Pornos, Pornos, Pornos und fucking Social Media, das uns wahnsinnig werden lässt. Man scrollt irgendwo durch, jedermann kennt das oder jeder kennt das. Man scrollt durch und auf einmal sieht man da wackelnde Ärsche und was weiß ich alles für reizende Bilder. Man kommt auf Gedanken und dann werden mit Reizen gespielt und die Frauen wissen genau, was sie zeigen müssen. Männer natürlich auch. Das hier ist kein einseitiger Channel, das betrifft alles, Männer so als auch Frauen. Aber was ich damit sagen will, ist, verschwende deine Energie nicht für die falschen Dinge, egal wie hart es für dich ist. Ich bin selbst gerade in diesem NoFap drin, falls ihr das kennt, falls ihr das mal gehört habt, die sexuelle Energie einfach zu bewahren. Viele nennen es NoFap, ich nenne es einfach sexuelle Energie bewahren, weil man einfach dann in dieser Zeit gerade dann guckt, dass man sie einfach nicht verschwendet und dass man diese Energie nutzt für etwas Gutes, beispielsweise um dein Business aufzubauen, um mehr Sport zu machen. Diesen Trieb musst du nutzen für etwas Positives, aber viele lassen sich von diesem Trieb fehlleiten und jagen dann diesem Trieb nach und lassen sich dann von diesem Trieb quasi leiten, anstatt dass sie den Trieb als Ansatz nehmen, als Leitung nehmen, um wirklich voranzukommen, lassen sie sich leiten von diesem Trieb. Sie nehmen nicht diesen Trieb oder ihr nehmt nicht diesen Trieb und sagt euch, okay, geil, ich habe jetzt so viel Motivation in mir, ich habe jetzt so viel Trieb in mir, ich baller jetzt ein Video oder was weiß ich, gehe jetzt Cardio machen, ich baller jetzt mein Business oder sonst irgendwas. Nein, du willst lieber auf irgendwelche Plattformen gehen, wieder an dir rumspielen und wieder deine Energie verschwenden und morgens dann wieder aufwachen, ohne Energie, ohne Power, ohne Lust, wieder dasselbe Leben leben. Und ich bin es leid, so ein Leben zu leben. Deswegen will ich jeden mit in mein Boot ziehen, der auf dieser selben Wave ist und wirklich versucht, an sich zu arbeiten und wirklich versucht, seine sexuelle Energie mit, koste es, was es wolle, zu bewahren, weil da draußen einfach so viele Punkte sind, an denen du es verschwenden kannst. Du brauchst nur den Fernseher anzumachen. Schon um 12 Uhr werden da irgendwelche Durex-Werbungen und was weiß ich alles angezeigt oder irgendwelche Kondom-Werbungen. Und ihr wisst ganz genau, was ich meine. Man wird überall damit konfrontiert. Sex ist viel zu viel etabliert in dieser Gesellschaft. Aber jeder muss damit selbst umgehen, nur weil es überall promotet wird, heißt es nicht, dass es okay ist, dass du quasi dann diesem Trieb folgst. Die Welt versucht dich zu testen. Die Welt stellt dich unter einen Riesentest und deswegen sind so viele Reize in der Welt und man sieht dann Bilder und Videos und was weiß ich alles, was man da auf Social Media oder generell auf irgendwelchen Werbungen und was weiß ich alles sieht, das dich horny werden lässt und dich auf falsche Gedanken bringt oder generell einfach nur deine Hormone anregt oder sonst irgendwas. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen arbeitet an euch, dass ihr klarkommt damit, dass ihr euch nicht von eurem Genital leiten lässt, sondern ihr euch selbst leitet und nicht leiten lässt durch irgendeinen Trieb oder irgendeinen falschen Willen oder irgendwas anderes, was euch fehlleitet. Ihr müsst immer bewusst denken und bewusst handeln. Und ich sehe so viele da draußen. Ich war auch ein Teil dessen, der einfach nur seinem Trieb folgt und die ganze Zeit nur an sich rumspielt oder sonst irgendwas und den falschen Menschen folgt und sowas. Und das ist immer der springende Punkt davon, dass du zu viel Zeit in die falschen Dinge investierst, außer in dich selbst. In der Zeit, wo du an dir rumspielst oder wo du diese Videos oder diese Bilder guckst oder durch Social Media scrollst und dich horny machst oder was weiß ich, was du gerade machst, könntest du gerade einfach eine Baba-Einheit machen. Einfach eine kranke
eine kranke Session, ein gutes Workout, ein paar Push-ups, was weiß ich, ein bisschen zocken oder sonst irgendwas, dich auf andere Gedanken bringen. Versuch dich zu triggern mit positiven Dingen. Und wenn das dann auch mal zocken ist und wenn das dann auch mal kochen ist oder was weiß ich, Push-ups machen oder laufen gehen, Hauptsache, dass du diese Energie nicht verschwendest, weil diese Welt lässt dich immer mehr schwach werden. Und gerade wir Männer, wir sehen es in der Gesellschaft, immer mehr werden schwach, immer mehr fallen, immer mehr Männer fallen unter dem oder brechen unter dem Druck zusammen. Deswegen, und das sind auch in meinen Augen keine Männer, ein Mann muss unter Druck stabil sein. Und deswegen, dieser ganze Druck in dir ist natürlich dann nicht schön, wenn du deine sexuelle Energie bewahrst, aber glaub mir, wenn du diesen Druck in dir dann spürst und dann spürst du so, wow, ich habe diese Urgewalt in mir, ist ein geileres Gefühl, als jeden Morgen aufzustehen und einfach diese Energie nicht zu haben und dann nach Energie zu jagen und dann denkst du, oh, ich muss wieder meiner Sucht folgen und was weiß ich und dann. Es ist ein ständiger Kreislauf, ständiges Hamsterrad, in dem du dich dann befindest. Ich weiß, von was ich rede, von daher mach NoFap. Mach einfach NoFap. Bleib weg von dieser Scheiße, es bringt dir gar nichts, es raubt nur deine Energie. Peace.